Rezent ausgestorbene Tiere. Liebe an der Natur, Interessierte und Freunde. Diese Bilder und Texte sollen die Fantasie und die Träume unserer Jugend aufgreifen und unseren nüchternen Horizont erweitern. Die nachfolgend beschriebenen Tiere waren dicht an unserer Gegenwart und hätten es fast bis heute geschafft. Für einige gibt es sogar noch Hoffnung, dass unsere Kinder die letzten im Versteck finden oder dass zukünftige biologische Techniken sie wiederbeleben. Viel Freude daran. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich will mit einem Charaktertier der Eiszeit beginnen, mit dem Mammut. Die ältesten Mammutfossilien datieren seit etwa 5 bis 6 Millionen Jahren. Eine dominierende Art war das Wollhaar-Mammut, Mammutus primigenius, und dieses existierte seit etwa 750.000 Jahren. Die Maße bei den Mammutarten waren beeindruckend. Eine Schulterhöhe von maximal 3,7 Meter wird angenommen und ein Gewicht von 5 bis 8 Tonnen. Die größte Form allerdings war das Steppenmammut, mit einer Höhe von 4,5 Metern und bis 10 Tonnen Gewicht. Es breitete sich ab dem Miozän aus Afrika kommend nach Eurasien und Nordamerika aus. Die beeindruckenden Stoßzähne konnten bei alten Männchen 4,50 Meter bis 5 Meter lang werden und waren spiralförmig nach außen und oben gebogen. Bei den Mammuts entwickelten sich Zwergenformen auf den Inseln. Die letzte kleine Form gab es noch auf der Wrangelinsel in der Arktis vor Ostsibirien vor etwa 4000 Jahren. Da standen bereits die Pyramiden. In den Permafrostböden von Sibirien und Alaska, die jetzt stärker auftauen, werden immer wieder tiefgefrorene Mammute gefunden, die gut erhalten sind, zuletzt 2013 ein Mammut mit einer flüssigen Blutprobe. 70% der DNA sind bereits entschlüsselt für eine mögliche Zukunft. Das Bild zeigt das berühmte Berjosowka-Mammut 1901 in der Fundlage halb sitzend. Die Weichteile waren noch so gut erhalten, dass das Fleisch teilweise von Füchsen und Wölfen abgefressen wurde. Von dem gleichen Mammut hat man eine Plastik hergestellt und sie in der Fundlage in St. Petersburg aufgebaut. Das Bild zeigt ein sehr gut erhaltenes kleines Mammut in St. Petersburg, welches in Sibirien an einem Flussufer abgerutscht sein muss und dann dort im Schlamm umgekommen ist. Die Erhaltung ist so gut, dass Haare, Haut, Weichteile und Eingeweide erhalten sind. Die Mammutarten waren in vielem ähnlich zu heutigen Elefanten. Das Mammut hatte auch 6 Zahnfolgen wie die heutigen Elefanten. Sein Aussterben kam mit dem Beginn der Warmzeit vor etwa 10.000 Jahren, vermutlich durch den Klimawandel und die Änderung der Flora und vielleicht auch durch die menschliche Jagd. Hier sehen wir einen Vergleich zwischen dem eurasischen Mammut und dem in Nordamerika vorherrschenden Mastodon. Am Ende der Mammutzeit, am Ende der Eiszeit, entwickelten sich die Vorläufer der heutigen Elefanten. Das ist in unserem Bereich insbesondere der europäische Waldelefant mit extrem langen Stoßzähnen. Die nächste beeindruckende Tierart der Eiszeit ist das Wollhaar-Nashorn, Zylodonta antiquitatis. Das Wollhaar-Nashorn stammt aus Ostasien und trat vor 400.000 Jahren erstmals in Europa auf. Es ist niemals über die Beringbrücke nach Amerika gelangt. Das Wollhaar-Nashorn ist nicht verwandt mit den afrikanischen Nashörnern, sondern mit der heute noch lebenden, aber bedrohten Art des Sumatra-Nashorns. Das Wollhaar-Nashorn
war an das Klima der Eiszeit gut angepasst und trug ein dichtes, rostbraunes Fell. Es besaß einen kräftigen Nackenbuckel als Ansatz für die starke Muskulatur und große Nasenhörner bis 90 cm. Den Kopf hielt es gesenkt. Merkmale: Das Wollhaarnashorn wog 1,5 bis 3 Tonnen und erreichte eine Kopfrumpflänge bis 350 cm sowie eine Schulterhöhe bis 170 cm. Die Tiere wurden bis 45 Jahre alt. Die Nahrung bestand aus Gras, Büschen und Zweigen. Erwachsene Tiere hatten keine Feinde mehr. Das Bild zeigt die staunenden Menschen in Lemberg in der Westukraine vor 100 Jahren vor dem gut erhaltenen Fossil eines Wollhaarnashorns. Viele Reste, Skelette und Kadaver sind noch in dem Permafrostboden Sibiriens erhalten. Das Wollhaarnashorn starb vor etwa 12.000 Jahren aus durch Klimaveränderungen und fraglich auch durch die Eiszeitjäger. Höhlenmalereien, Tonfiguren und Schnitzereien bezeugen seine Faszination für die Menschen. Auch bei uns in Deutschland und Mitteleuropa war das Wollhaarnashorn in der Eiszeit nicht selten. Bei uns kamen zwei eindrucksvolle Wildrinder vor, der Auerochse oder Uhr und der Wisent. Der Auerochse, Bos primigenius, ist eine eindrucksvolle, ausgestorbene Wildrindart. Die ältesten Fossilien finden sich in Indien vor etwa 2 Millionen Jahren. In Europa tritt er erstmals vor 275.000 Jahren in Steinheim auf. Beim Auerochsen besteht Geschlechtsdimorphismus. Die Bullen erreichen bis 185 cm Schulterhöhe und 700 bis eindrucksvolle 1000 kg Gewicht. Sie sind schwarz mit einem weißen Aalstrich. Die Kühe und Kälber sind kleiner und haselnussbraun. Auerochsen sind nicht kältetolerant, sie zogen sich in den Eiszeiten zurück. Eigentlich sind Ure ruhig, bei Reizung aber aggressiv. In Eurasien, Indien und Nordafrika kamen mehrere Subspezies vor. Das Bild zeigt eine verblüffende Ähnlichkeit eines heute lebenden Taurusbullen zu dem ausgestorbenen Auerochsen. Mindestens zweimal gelang die Domestikation des Auerochsen. Vor etwa 9000 Jahren gelang das in Indien zu Zebuinen-Hausrindrassen und vor etwa 8000 Jahren im Bereich Syrien-Irak zu unseren eurasischen Taurinen-Rinderrassen. Durch die Domestikation wurde der Auerochse kleiner und friedlicher und reduzierte seine Horngröße. Die Menschen entwickelten Stierkulte. Zeugen dafür sind Höhlenmalereien, wie auf unserem Bild, und in Gold gefasste Trinkhörner. In Rom fanden sogar Gladiatorenkämpfe mit Auerochsen statt. Durch die zunehmende Bejagung und den Siedlungsdruck zog sich der Auerochse in die Wildnis zurück. Zuletzt kam er noch in den germanischen Wäldern und in Osteuropa vor. Zu spät wurde er unter Schutz gestellt. Die letzte Kuh ist 1627 in Zentralpolen gestorben. Die Brüder Heck als Zoodirektoren in Berlin begannen 1920 den Versuch der Rückzüchtung aus robusten Hausrindrassen. Mit mäßigem Resultat. Es resultierten äußerlich gut aussehende, ansprechende, aber von der Verhaltensweise sehr zahme Heckrinder. Das Bild zeigt die ehemaligen Könige der Wildnis wiederkäuend auf der Weide liegen.
Aktuell versucht das internationale Tauros-Projekt, eine auerochsennahe Form zur ganzjährigen Beweidung von Naturschutzgebieten zu züchten. Das zweite große Wildrind, das bei uns vorkam, war der Wisent, Bison bonasus. Älteste Wisent-Fossilien finden sich vor etwa 2 Millionen Jahren. Es existierten zwei Unterarten. Erstens der Bergwisent, hier im Bild, Bison bonasus caucasicus. Der letzte freie Bergwisent wurde aber 1927 im Kaukasus geschossen. Ein Bulle überlebte und mit diesem wurden Hybride, also Mischlinge, der Flachland-Kaukasus-Linie gezüchtet. Die zweite Unterart war der Flachland-Wisent, Bison bonasus bonasus. Das Bild zeigte einen eindrucksvollen Bullen im Wisent-Gehege Springe. Bereits vor 6000 Jahren kam es zu einem Lebensraumrückgang durch Bauern und die Feldwirtschaft. Im übrigen Deutschland war der Wisent um 1500 ausgestorben. In Ostpreußen wurde der letzte Wisent 1755 erlegt. In Ostpolen fanden 2000 Exemplare Schutz in Białowieża, in einem sogenannten Königswald. Der letzte Zar, Nikolaus II., hielt hier noch im Jahr 1900 Hofjagden ab. 1917, am Ende des Ersten Krieges, existierten noch 150 Tiere. Soldaten marodierten in dieser Zeit. Zuletzt gab es nur noch 12 Wisente und nur in Gehegen. Daher besteht die Gefahr der niedrigen genetischen Variabilität. Merkmale. Es besteht Geschlechtsdimorphismus. Das Körpergewicht beträgt 400 bis 900 Kilogramm. Die Kopfrumpflänge beträgt bis 300 cm und die Schulterhöhe bis 188 cm. Wisente werden 20 bis 25 Jahre alt. Die Herden mit bis zu 20 Tieren werden matriarchalisch geführt. Das Sehvermögen der Tiere ist schwach, der Hörsinn aber gut entwickelt. Wisente werden bis 60 km schnell, aber nur auf Strecken bis 100 Metern. Ab 1920 begann eine Züchtung in Gehegen und die Führung eines Stammbuchs in Polen. 1952 erfolgten erste Auswilderungen in Białowieża und 1953 auch in Weißrussland. Später beteiligten sich auch andere Länder an solchen Auswilderungen und seit 2013 gibt es eine kleine Herde bei uns im Rothaargebirge in Nordhessen. Die DNA-Analysen zur Verwandtschaft ergeben, der Wisent steht genetisch näher zum Auerochsen und der amerikanische Bison ist näher zum Yak. Es gab Kreuzungen mit Hausrindern, diese gelangen aber nicht wirklich. In Polen gab es einzelne Versuche mit sogenannten Zubrons, das sind Hybride aus Wisent und Hausrindern. Diese ergaben starke und genügsame Zugrinder, weitergehende Zuchterwartungen wurden aber nicht erfüllt. Das Bild zeigt eine andere Art, den Steppenbison, der in Amerika und Eurasien verbreitet war, Bos priscus. Er ist erst am Beginn der Warmzeit ausgestorben. Er ist der direkte Vorfahre des amerikanischen Bison und war noch größer und eindrucksvoller als dieser mit längeren Hörnern. Er ist auch indirekt der Vorfahre unseres Wisent, denn unser Wisent entstand durch Kreuzungen von Steppenbisons mit weiblichen Auerochsen. Das Bild zeigt einen gut erhaltenen, mumifizierten Steppenbison. Das ist das berühmte Blue Babe. Das ist ein Bison, der in einem Schlammloch umgekommen ist und weist sogar noch Fraßspuren von zwei damals amerikanischen Löwen auf. Der Riesenhirsch, Megaloceros giganteus, war eine beeindruckende Hirschart,
etwa seit 400.000 Jahren bis zum Ende der letzten Eiszeit. In Sibirien scheint er noch bis vor 7.600 Jahren vorgekommen zu sein. Der Riesenhirsch hatte eine Schulterhöhe bis 2 Metern, also wie ein Elch, und entwickelte Geweihschaufeln von 3,6 Meter Breite und bildete diese jährlich neu, also eine große Stoffwechselleistung. Es gab aber auch kleine Inselformen auf Korsika und Kreta. Die DNA-Analyse zeigt eine Verwandtschaft zum Dammhirsch. Es gab die Hypothese, dass der Riesenhirsch ausgestorben ist, weil er bei der Verfolgung durch Raubtiere mit den unpraktischen Schaufeln hängen geblieben sei. Das ist wenig wahrscheinlich, denn der Riesenhirsch war ein Steppentier. Der Rückgang ist vermutlich eher auf Vegetationsveränderungen der Warmzeit und auf menschliche Verfolgung zurückzuführen. Das Quagga, Equus quagga quagga, ist keine eigene Tierart. Die DNA-Analyse ergab, dass es sich um eine südliche Unterart des Steppenzebras Equus quagga handelt. Es kam nur im südlichen Afrika vor. Kopf und Hals zeigten Zebrastreifen, der übrige Körper war gleichmäßig rotbraun. Das Schicksal des Quagga. Die Rinderfarmer sahen in ihm einen Nahrungskonkurrenten für ihre Tiere. Sein Fleisch und sein Leder wurden genutzt. Es wurde jedoch auch durch reine Sportjagd getötet. 1877 wurde das letzte freie Quagga geschossen. 1883 ist das letzte Tier im Zoo von Amsterdam gestorben. Ein deutscher Schutztruppenoffizier hat 1901 noch einzelne Tiere in Südwestafrika beobachtet. In Museen stehen 24 Präparate. Da es sich um die Unterart einer heute noch lebenden Tierart handelt, ist es nicht unmöglich, durch Rückzüchtungsversuche es wieder zu beleben. Das Bild zeigt hier eine Hoffnung. Die Rindergiraffe, das Sibatherium, waren fossile, giraffenartige Huftiere, die ihre Blütezeit im späten Tertiär und im Pleistozän hatten. 1832 wurden die ersten fossilen Überreste einer Gattung in Pakistan entdeckt. Der Lebensraum waren die gemäßigten Zonen Afrikas, Europas und Asiens. Rindergiraffen traten mit mehreren Gattungen zeitgleich mit den Giraffinen auf, die zu den heute lebenden Giraffen geführt haben. Die Rindergiraffen wirkten eigentlich eher wie untersetzte Antilopen oder Büffel mit kurzen Beinen und einem kurzen Hals. Sie erreichten Gewichte bis 400 Kilogramm und Höhen bis 3 Meter. Der mächtige Schädel war 90 Zentimeter lang. Von den vier großen, fellumkleideten Stirnzapfen waren die hinteren schaufelförmig geformt. Sie ernährten sich vermutlich von Gras. Die Gattung europäische Rindergiraffe war etwas kleiner und besaß zwei große Stirnzapfen. Die meisten Arten lebten vor 2 Millionen Jahren, die letzten Vertreter starben während des Pleistozäns aus. Schwache Hinweise, nämlich eine sumerische Bronzefigur und Höhlenmalereien aus der Sahara, die ähnliche Tiere darstellen, führten zu so schönen Spekulationen, dass einige Tiere noch bis vor 8000 Jahren überlebt haben könnten und durch mündliche Überlieferung im alten Babylon noch bekannt waren, sodass diese vielleicht auf der Prachtstraße in Babylon am Ischtar-Tor verewigt wurden. Das Riesenfaultier Megatherium americanum. Riesenfaultiere existierten seit 2 Millionen Jahren in Südamerika und Nordamerika. Es gab mehrere Arten von 1,20 Meter Höhe bis beeindruckende 6 Meter Höhe.
Sie waren Pflanzenfresser und Bodentiere. Sie lebten nicht in den Bäumen wie ihre heutigen Nachkommen. Wie die heutigen Arten bewegten sie sich aber sehr langsam. Die langen Krallen dienten zum Graben und zur Verteidigung. Die meisten Arten sind bereits seit 10.000 Jahren ausgestorben, vermutlich durch den Klimawandel und auch als leichte Jagdbeute der Paläo-Indianer. Kleine Arten fanden die Spanier noch auf Kuba und Hispaniola bis etwa 1550 vor. Das Glyptodon ist eine Gattung von Säugetieren aus dem Pleistozän Südamerikas, die vor etwa 12.000 Jahren ausstarb. Sie gehörten zu den sogenannten gepanzerten Nebengelenktieren und sind den heutigen Gürteltieren ähnlich, allerdings nicht identisch. Daher ist die Bezeichnung Riesengürteltier naheliegend, aber nicht ganz korrekt. Nahe verwandt war auch das Klyptotherium aus Nordamerika. Der kuppelförmige Rückenpanzer des Glyptodon bestand aus starren, miteinander verwachsenen, viereckigen Hautverknöcherungen. Die Platten waren eben nicht gelenkig wie bei den heutigen Gürteltieren. Das Glyptodon konnte ein Gewicht bis zu 1400 Kilogramm und eine Länge von mehr als 3 Metern erreichen und entsprach damit etwa einem heutigen Nashorn. Am Ende der letzten Kaltzeit verschwand es. Die jüngsten Funde stammen aus Brasilien noch vor 12.000 Jahren. Lebensweise: Das Glyptodon war in den Savannen Südamerikas verbreitet und ernährte sich von Gras. Es gibt Funde, die dokumentieren, dass die Tiere nicht völlig sicher vor Raubtieren waren. Jaguare konnten sie durch Angriffe auf den unzureichend geschützten Schädel erbeuten. Die indigene Jagd ist spekulativ. Die Moas, Dinortiformes, waren flugunfähige, pflanzenfressende Riesenvögel, die nur auf Neuseeland vorkamen, mit 9 Arten, von Truthahngröße bis imponierende 2 bis 3 Meter Höhe. Das Bild zeigt, wohin lange wissenschaftliche Betätigung führen kann. Die Merkmale der Moas, Einzahl Moa. Es bestand Geschlechtsdimorphismus zugunsten der Weibchen. Bei der Art Dinornis zum Beispiel wogen die Weibchen 180 bis 270 Kilogramm, die Männchen bis 85 Kilogramm. Bei den Moas waren der Schultergürtel und die Flügel zurückgebildet als Anpassung an die geschützte Insellage. Die Moas legten 1 bis 2 große Eier und hatten daher beim Schlupf bereits gut entwickelte Jungvögel. Ein Moa-Ei entspricht 80 Hühnereiern. Die Moas hatten früher keine Feinde, bis auf den ebenfalls ausgestorbenen Riesenadler, und waren nicht menschenscheu. Etwa um 1300 nach Christus kamen polynesische Einwanderer nach Neuseeland. Durch Habitatzerstörung und die leichte Jagd waren die Wundervögel bereits 1350 bis 1400 ausgestorben. James Cook fand 1769 keine Vögel mehr vor. Es gibt Moa-Fossilien bereits seit 2,5 Millionen Jahren. Die DNA-Analyse beschreibt eine Verwandtschaft zu Kiwis und zu Straußen. Daher zeigt dieses Bild auch einen rezenten afrikanischen, heute lebenden Strauß im Verhältnis zu einem anderen Riesenvogel. Das ist der Elefantenvogel Aepyornis aus Madagaskar. Der wurde bis zu 3 Meter hoch und ist erst um 1100 nach Christus ausgerottet worden. Das ist interessant, dass die Evolution gespielt hat auf zwei
voneinander entfernten und schon lange getrennten Inseln des alten Gondwana-Landes, Alfred Wegener lässt grüßen, und in Neuseeland die Moas hervorgebracht hat und in Madagaskar ganz andere Gattungen, die Elefantenvögel. Dieser seltsame, glubschäugige Vertreter ist ein ausgestorbener Riesenlemur aus Madagaskar. Er wurde fast so groß wie ein Mensch und ist vor noch nicht langer Zeit ausgestorben. Er könnte glatt die Vorlage für King Julien, den König der Lemuren, aus den Filmen Madagaskar abgegeben haben. Der Dodo oder die Dronte war eine flugunfähige Vogelart von immerhin 1 Meter Größe, die nur auf zwei Inseln, auf St. Mauritius und Réunion im Indischen Ozean vorkam. Sie besaß zurückgebildete Stummelflügel und war ein Bodenbrüter. Sie lebte von Früchten, auch von vergorenem Obst. Die Dronte war in freier Wildbahn schlanker als die dargestellten zahmen und häufig überfütterten Exemplare. Die Dronte war zutraulich, denn sie hatte keine Feinde auf den Inseln. Die Seeleute lebten von den leicht zu fangenden Tieren und von ihren Eiern. Ihre Nester wurden vernichtet von eingeschleppten Ratten und Schweinen. Sie wurde um 1600 entdeckt und war bereits 1690 ausgestorben. Präparate des Dodo und DNA-Reste haben überdauert, daher gibt es eine gewisse Hoffnung. Die Wandertaube, Ectopistes migratorius, lebte im östlichen Nordamerika. Sie war eine 35 bis 40 cm große, bunte und schöne Taubenart, die von Nüssen und Beeren lebte. Sie hatte eine geringe Fortpflanzungsrate. Sie brütete in Kolonien nur einmal im Jahr und legte nur ein Ei. Die Wandertauben waren eine der häufigsten Vogelarten weltweit. Um 1800 gab es noch 3 bis 5 Milliarden Vögel, deren Riesenzüge mehrere Tage lang den Himmel verdunkelten. Ab 1850 beobachtete man eine Abnahme durch extreme Bejagung. Es wurde zum Volkssport, fliegende Vögel mit Stangen aus der Luft zu schlagen. Das Taubenfleisch war schmackhaft. Hinzu traten auch Habitatzerstörungen. Die letzten Schwärme von Wandertauben wurden 1888 beschrieben. Der letzte freie Vogel wurde 1900 geschossen. Die letzte Wandertaube namens Martha starb im Alter von 29 Jahren, 1914 im Zoo Cincinnati. Viele Präparate und damit auch ihre DNS sind erhalten geblieben. Der Riesenalk, Alca impennis, der Pinguin des Nordens, war die größte Alkenart und verwandt mit dem heute noch lebenden Tortalk, aber nicht mit den Pinguinen der Südhalbkugel. Der Riesenalk war ein flugunfähiger Wasservogel und Fischjäger. Er wurde bis 85 cm groß und bis 5 kg schwer. Es gab nur 8 Brutkolonien auf Inseln an der Westküste und Ostküste des Atlantik. Er war ein guter Taucher und Schwimmer, an Land aber war er plump und auch nicht menschenscheu. Der Riesenalk war ein Bodenbrüter, der nur ein Ei im Jahr legte. Anfangs gab es nur vereinzelte Nachstellungen durch hungrige Matrosen. Später wurden die zutraulichen Tiere zu Tausenden erschlagen. Die letzten beiden Exemplare wurden 1844 auf einer Insel vor Island getötet. Eine fragliche letzte Sichtung datiert von 1852. Museen beherbergen viele Skelette, Bälge und auch Teile der Vögel. Der Berberlöwe oder Atlaslöwe oder der nubische Löwe, Panthera leo leo, war die Löwenart mit der schönsten Mähne.
Er lebt in Nordafrika und war die zweitgrößte Art nach dem Kaplöwen. Bereits bei Gladiatorenkämpfen im antiken Rom wird er beschrieben. Ab 1700 wurden die Bestände dieser prachtvollen Löwenart schwächer durch Bejagung und Habitatverlust. Der letzte freie Berberlöwe wurde 1920 in Marokko geschossen. Durch Geschenke der Berber an marokkanische Fürsten bestanden und bestehen auch heute noch Restbestände im Zoo von Rabat, in Addis Abeba und anderen Städten. Dabei handelt es sich allerdings oft um Mischlinge. Der Höhlenlöwe, Panthera leo spelaea. Mit dem Mosbacher Löwen, Panthera leo fossilis, werden in Europa vor 700.000 Jahren erstmals Löwen beschrieben, die mit 2,40 Meter Kopfrumpflänge sogar um 50 Zentimeter länger waren als heutige Löwen. Aus ihnen entwickelte sich der etwas kleinere Höhlenlöwe vor 300.000 Jahren, der aber immer noch 25% größer war als die heutigen Arten. Der Höhlenlöwe verschwindet mit dem Ende der letzten Kaltzeit vor etwa 12.000 Jahren. Es wird kontrovers diskutiert, ob eine Restpopulation auf dem Balkan noch bis Christi Geburt existierte. Die Erstbeschreibung dieses Löwen stammt aus einer Höhle auf der Fränkischen Alb. Die Steinzeitmalereien zeigen keine Mähne bei dieser Art. Der Höhlenlöwe war im Gegensatz zu seinem Namen kein ausgesprochener Höhlenbewohner. Diese dienten ihm nur als Rückzugsort. Und die meisten Fossilien haben eben in Höhlen überdauert. Der Säbelzahntiger, Smilodon, Meißelzahn, eigentlich die Säbelzahnkatze, ist eine ausgestorbene Säbelzahngroßkatze mit drei Arten in Amerika und Eurasien. Die Säbelzahnkatzen sind mit dem Holozän vor 12.000 Jahren ausgestorben. Es ist unklar, ob das Verschwinden ihrer Beutetiere der eiszeitlichen Großfauna oder menschliche Einflüsse, sogenannter Overkill, ursächlich sind. Der Säbelzahntiger Smilodon wurde bis 300 Kilogramm schwer und besaß furchterregende bis 28 cm lange Eckzähne, von denen 17 cm frei hervorragten. Die Tiere besaßen Stummelschwänze. Smilodon lebte in sozialen Gruppen. Es war sicher besser, einer solchen nicht zu begegnen. Eine ähnliche Art ist die Säbelzahnkatze Homotherium serum, die ebenfalls in Eurasien und auch in Afrika lebte, bis zum Ende der letzten Eiszeit. Homotherium erreichte die Größe heutiger Löwen. Der Höhlenbär, Ursus speleus, war eine kräftige Bärenart, die in Eurasien in drei Unterarten vorkam und vor etwa 20.000 Jahren in einer Kältewelle ausgestorben ist. Für überwiegende Pflanzenfresser wie den Höhlenbären war die Eiszeit eben problematisch. Die Kopfrumpflänge des Höhlenbären betrug 3,5 Meter und seine Schulterhöhe bis 1,70 Meter. Es bestand ein Geschlechtsdimorphismus wie bei heutigen Bären mit stärkeren Männchen. Auch der Höhlenbär war, anders als sein Name suggeriert, kein typischer Höhlenbewohner. Der Winterschlaf allerdings fand im Schutze einer Höhle statt. Durch die langen Zeiträume sammelten sich viele Knochen in Höhlen an. Die eiszeitliche Jagd auf Bären ist dokumentiert, unter anderem durch eine Pfeilspitze in einem Bärenwirbel. Andererseits wurden die Tiere auch bewundert und verehrt in menschlichen Bärenkulten. Das Bild zeigt einen ganz anderen Bären, eine ausgestorbene amerikanische Bärenart, den Kurzschnauzenbären. Dieser war noch größer als der heutige Kodiakbär und besaß eben ein Fleischfressergebiss,
also eine furchterregende Erscheinung. Das nächste unserer Gespenster ist der Beutelwolf. Der Beutelwolf war oder ist das größte Raubtier der Beutelsäugetiere in Australien und Tasmanien. Der Beutelwolf wurde bis 130 cm lang und 60 cm hoch und wog bis 30 Kilogramm. Er war nachtaktiv und wurde maximal bis 40 Stundenkilometer schnell. Die Querstreifung diente der Tarnung, er besaß kräftige Kiefer. Zu seiner Geschichte. In Australien war der Beutelwolf bereits seit 3000 Jahren vor Christus ausgestorben durch eingeschleppte Dingos, die Wildhunde, die über die Landbrücke aus Asien gekommen waren. In Tasmanien war der Beutelwolf um 1800 noch verbreitet. Seit 1860 gab es ihn nur noch in den Bergen. Er wurde als Schafskiller verdächtigt und diffamiert und sein massenhafter Abschuss durch Prämien gefördert. Wahrscheinlich waren aber wildernde Hunde und nicht er die Hauptursache für die Schafsrisse. Beutelwölfe waren ab 1910 selten. Der letzte Wolf in Freiheit wurde 1930 von einem Farmer getötet. Das letzte Weibchen namens Benjamin ist 1936 im Zoo von Hobart gestorben. Es existieren zahlreiche Präparate und Fellreste. DNA-Rekonstruktionsversuche erfolgen. Uns hatte immer wieder die Fantasie angeregt und Hoffnung gemacht, dass es vereinzelte Meldungen von Sichtungen durch Wanderer aus den tiefen Wäldern Tasmaniens auch in späteren Jahren noch gab. Ein überlebender Gigantopithecus, Riesenaffe, wäre ein überlebender asiatischer Riesenprimat. Es hat ihn gegeben. Der asiatische Riesenprimat ist bekannt, bisher nur durch Zahnfunde, erstmals 1935 in chinesischen Apotheken festgestellt, dort wurden sie natürlich als Drachenzähne verkauft. Seit 1956 gibt es Kieferfunde. Die Fossilien werden auf 7 bis 8 Millionen Jahre datiert. Aus China gibt es Fossilien vor 2 Millionen Jahren. Die allerletzten finden sich bis vor 100.000 Jahren immerhin. Der Lebensraum des Riesenaffen umfasste China, Pakistan und Nordindien. Der Gigantopithecus soll zwischen 1,80 Meter und bis 3 Meter groß gewesen sein. Die Skelettgröße wird aus seiner Zahngröße abgeleitet. Die bisherigen Untersuchungen zeigen eine Verwandtschaft mit dem Orang-Utan und nur fraglich eine Verbindung zum Gorilla. Eine eindrucksvolle Darstellung des asiatischen Riesenprimaten hier in aufrechter Haltung. Der Riesenhai Carcharocles megalodon war in den Weltmeeren des Tertiär und Quartär weit verbreitet, seit etwa 20 Millionen Jahren bis vor etwa 2,6 Millionen Jahren. Er hatte eine Länge von 15 bis 18 Metern und wog 50 bis 100 unglaubliche Tonnen. Seine Kinderstube waren die Tropenmeere und sein Revier lag überwiegend in 300 Metern Wassertiefe. Daher ist ein Überleben in der Tiefsee unwahrscheinlich, wie es von manchen heute sehr fantasievoll postuliert wird. Wie alle Haie war er ein Knorpelfisch und daher ist von seinem Skelett nicht viel erhalten geblieben. Immerhin sind Wirbelkörper erhalten geblieben und es gibt zahlreiche Zahnfunde bis 18 cm Zahngröße. Hier im Vergleich zu den Zähnen seines Nachfolgers und heute lebenden Vertreters des großen weißen Haies. Der Riesenhai Megalodon besaß das gewaltigste Maul von Haien aus allen Erdzeitaltern mit 300 x 250 cm Größe.
Seine Beißkraft war zehnmal so stark wie die des weißen Haies, seines heute lebenden Verwandten. Seine Beute waren Wale aller Größen, wie wir aus fossilen Bissspuren wissen. Die Ursache für das Aussterben dieses Spitzenpredators ist unklar. Diskutiert werden eine Abkühlung der Meere oder ein Rückgang der Wale. Hiermit endet unsere bunte kleine Reise zu den rezent ausgestorbenen Tieren. Also zu den Tieren, die so nahe waren, dass sie es fast bis in unsere Zeit geschafft hätten. Manches können wir noch erfassen von ihnen, anderes belebt nur unsere Fantasie. Vielleicht kann die zukünftige genetische Wissenschaft einige von ihnen sogar wieder zurückholen. Das macht aber nur Sinn, wenn wir ihnen Verständnis entgegenbringen und auch den Lebensraum bereitstellen, für den sie die lange Evolution geprägt hat. Dr. Hans-Jürgen Alexi.